Leute und herzlich willkommen bei Barschwein Aqualife, den Aquaristikkanal. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, das Thema, was ich jetzt ansprechen möchte, leider nicht so schön, denn ihr könnt euch wahrscheinlich denken, es geht nämlich um das Coronavirus bzw. auch um die Aquaristik. Was die beiden miteinander zu tun haben, werde ich euch jetzt mal eben kurz erklären. Ein kurzes Statement zu der Geschichte, was mit der Aquafischmesse in Friedrichshafen zu tun hat, möchte ich kurz eben auch erläutern, denn ich finde, es ist schon echt eine Verfrorenheit, was da abgelaufen ist. Auch wenn das für einige Leute wahrscheinlich schon eine abgeschlossene Geschichte ist, wollte ich trotzdem dazu sagen, finde ich, es ist eine absolute Sauerei, zwei Tage bevor das Ganze eröffnet werden sollte, da abzusagen. Nicht das wegen den Absagen, sondern wegen den zwei Tagen. Denn es war so viel organisatorische Dinge im Spiel. Es fängt ja mit dem Aufbau an, die Anreise und. Und ja, da werden einige Leute wohl auf ihre Kosten sitzen bleiben und vielleicht einen Teil erstattet bekommen, ich weiß es nicht. Aber es ist, damit kann man gegebenenfalls auch wirklich eine Existenz mit ruinieren. Und deswegen finde ich das von der Stadt Friedrichshafen bzw. vom Landtag sowieso eine absolute Sauerei und eine Unverfrorenheit, so fahrlässig zu handeln. Denn das Thema Coronavirus ist ja nicht erst seit dem Tag, wo die Aufbauten stattgefunden haben, erst ans Licht gekommen, sondern es ist schon seit Wochen, beziehungsweise seit Dezember sogar schon offiziell, zwar noch nicht in Deutschland, aber generell war es da. Da hätte man schon Wochen vorher schon absagen können, dann wäre das Thema halb so wild gewesen. Aber anscheinend habt ihr da gepennt, ich weiß es nicht, ich finde es einfach nur schade. Ich hoffe, die Aussteller da draußen, denen geht es soweit gut, konnten das halbwegs verkraften. Wie gesagt, mir tut es aufrichtig leid, was da verzapft worden ist. Wie gesagt, ich hatte nichts dagegen einzuwenden, dass es abgesagt wurde. Das kann man auch andererseits verstehen, aber grundsätzlich eben halt, man hätte wesentlich früher handeln können. Ja, das zweite Thema, was ich ansprechen möchte, ist: Wie läuft es denn mit meinem Kanal weiter? Ja, ihr wisst, Deutschland befindet sich derzeit in einem Ausnahmezustand. Sprich, wir befinden uns in einer Coronavirus-Pandemie. Ist eben halt, hat sich in Deutschland sehr weit ausgebreitet. Das heißt, viele Leute wurden infiziert. Wie es jetzt weitergehen wird, es wird derzeit auf jeden Fall keine Messenvideos geben. Zumindest auch keine Börsenvideos. Das wird es leider nicht geben, einfach aus dem Grund anders, weil ein natürlich Versammlungsverbot also verhängt wurde. Sprich, Messen müssen abgesagt werden. Man darf nur mit einer bestimmten Anzahl an Personen zusammen sein, sage ich jetzt das in Anführungsstrichen. Und also ich bin momentan so also noch relativ perplex. Also ich schaffe das Thema jetzt nicht in direkter Weise. Aber mich jetzt dabei umzustellen, mir was einfallen zu lassen als Alternative zu dem Ganzen, fällt mir da auch nicht so einfach und es fällt mir ein bisschen schwer. Aber ich habe mir schon eine Idee ausgeheckt und ich bin nun mal ein Mensch, der Ideen hat. Ob sie umsetzbar sind, ist eine andere Frage, aber ich denke, das kriegen wir auch hin. Auf jeden Fall wird es nur so kleine Home-Videos geben, das heißt, da wird es über Themen, über Wasserwechsel gesprochen, über Wasserwerte, auch für Anfänger hauptsächlich Informationen, weil ich merke immer wieder, dass Leute sich Aquarien anschaffen oder nur mit ihrem Halbwissen quasi betreiben. Von daher möchte ich da noch so ein paar Themen mehr oder weniger ansprechen. Das dritte Thema, ja, da kommen wir dazu, wo es mich schon regelrecht wütend macht. Geht nämlich um das Thema Panik machen und Hamsterkäufe. Ich weiß nicht, was den Leuten im Kopf vorgeht, möchte es eigentlich auch gar nicht wissen. Aber Leute, ihr braucht nicht in Panik zu geraten. Ich weiß, dass offensichtlich die Medien darauf irgendwie Lust haben, in Panik zu sehen, keine Ahnung. Muss ich auch ehrlich sagen, darauf war die Medien auch drauf, meines Wegens auch gesteuert, euch da in Panik zu bringen, also quasi mit Absicht. Schon einige Titel durchliest in bestimmten Berichten oder Zeitungen, sorry, also das geht gar nicht. Und dann liest man sich den Artikel und dann ist es doch eher weniger schlimm, als der Titel natürlich bringt. Es soll natürlich in erster Linie Aufmerksamkeit erregen, das ist klar. Aber so muss das nicht bringen, weil man bringt gewisse Leute damit in Panik. Das heißt, durch die Panik kommen diese Hamsterkäufe und diese Hamsterkäufe entsteht eine reine Katastrophe im Einzelhandel.
Für die Leute, die das machen, tut mir den Gefallen, lasst diesen Mist. Es macht keinen Sinn. Ihr braucht keine 10 Toilettenpapierpackungen. Ich wüsste nicht wofür, für die kommenden 4 Wochen, wo wir jetzt erstmal ein Versammlungsverbot ausgesprochen wurde. Es kann doch nicht sein, dass man andere Leute, die das wirklich dringend nötig haben und vielleicht nur eine Packung brauchen, dass die davon nichts kriegen, weil ihr meint, ihr müsst mit 10 Packungen in den Einkaufswagen und dann den Laden verlassen. Das ist ein No-Go. Ey, Leute, habt ihr keine anderen Hobbys oder was? Also ganz ehrlich, das ist doch ein bisschen Tünnef, oder nicht? Tut mir ehrlich den Gefallen, lasst den Mist, denkt an eure Mitmenschen, denkt ein bisschen sozialer dran. Wenn ihr Sachen überhabt, die ihr wirklich nicht braucht, gebt sie an die Leute, die sie wirklich gebrauchen können. Denn nur so können wir uns gegenseitig unterstützen. Und was die Pandemie angeht, auch da ist es zu respektieren, 2 Meter Abstand von Mitmenschen, auch kein Händedruck zu geben. Auch ein schönes Lächeln kann auch einiges bewirken. Von daher, tut mir den Gefallen, macht daraus keine große Szene. Aber es ist sehr egal, was man sagt. Es gibt sowieso den einen oder anderen, der macht daraus eine Szene. Ja, jeder Mensch funktioniert nun mal leider anders. Ja, leider nicht, aber in dem Sinne leider, weil eben halt in so einer Situation das nicht angebracht ist. Was ich dann noch sagen muss, ich muss auch sagen, ich gehe auch einkaufen. Und ich war gestern einkaufen, brauchte dringend Brot, habe aber keins bekommen. Ich verstehe nicht, was der Quatsch soll. Ich verstehe es nicht. Ich bin vorgestern da reingegangen, da war noch alles da. Bin ich gestern reingegangen, war alles weg. Leute, was stimmt mit euch da draußen nicht? Stellt euch mal vor, eine ältere Dame, so um die 70, muss unbedingt einkaufen, weil sie nichts hat. Wirklich gar nichts. Sei es an Toilettenpapier, Nudeln oder andere Sachen. Ganz ehrlich, die wäre aufgeschmissen. Ihr bricht mit solchen Sachen den Leuten das Genick. Es gibt Personen, die haben keine Angehörigen, die haben niemanden, die irgendwelche Unterstützung bekommen. Die sind auf sich alleine gestellt. Da kann das doch nicht sein, dass ihr mit sowas da den Leuten das Genick bricht. Sorry, aber das finde ich eine absolute Sauerei. Tut mir einen Gefallen, denkt an die Mitmenschen, denkt sozial. Ich finde, das ist in dieser Zeit mehr als angebracht. Kehrt an euren Wurzeln endlich mal wieder zurück und nicht nur um euren egoistischen Gedanken. Weil ich finde es einfach nur Sauerei und ich bin selber Familienvater, habe selber einen 2-jährigen Sohn und ich kann es einfach nicht, ich bin einfach nur unfassbar. Also ich kann es mir nicht vorstellen, selbst wenn es auch um meinen Sohn geht. Stell dir vor, ich müsste für meinen Sohn jemand besorgen, ich kann es ihm nicht besorgen, dann stehe ich da und habe nichts. Das kann nicht sein, Leute. Ihr müsst nicht immer nur an euch denken, denkt bitte auch an anderen. Was ich sowieso sehr schlimm finde ist, und was ich in der Zeit gehört habe, sind auch diese Corona-Partys. Es wurde doch von der Regierung ausdrücklich, wirklich ausdrücklich darauf hingewiesen, keine Menschenversammlung zu organisieren. Einfach aus dem Grunde, um die Pandemie auszumerzen, um die Coronavirus mehr oder weniger in den Garaus zu machen. Zwar gibt es auch noch kein Gegenmittel, das wird sich auch noch lange hinziehen, aber man kann dagegen was machen, ohne dass es jetzt noch zusätzlich mehr Aufwand gibt, damit teilweise schon die Bundeswehr ausrücken muss, um zusätzlich für Krankenhäuser Unterstützung bieten zu können. Also das kann es nicht sein. Je mehr Leute infiziert werden, desto mehr wird, also schwieriger wird das Ganze zur Hand zu haben und das zu organisieren. Geht den Leuten einfach aus dem Weg. Ihr könnt euch da auf einen 2 Meter Abstand und wenn nicht sogar noch ein bisschen mehr unterhalten. Das ist doch gar kein Problem, weil 2 Meter sind im indirekt eigentlich gar nichts. Und nee, sorry, das geht nicht. Das geht nicht. Also von daher habe ich dazu alles gesagt. Ich wünsche euch was. Kommt gut durch die Corona-Zeit. Ja, wenn ihr noch was zu sagen habt, könnt ihr unten das gerne in den Kommentaren reinschreiben. Ich bin auf eure Meinung echt mal gespannt, wie ihr das so seht. Aber wie gesagt, ich wünsche euch alles Gute für eure Familie und wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.